und sehr, liebe Bernhard. Ich komme aus dem Saarland, bin absoluter Familienmensch, Musiker, durch meine Familie auch geworden, denn jeder meiner Onkel und Tanten spielt ein Instrument. Schlager hat bei uns auch schon immer mit zur Familie, zu allen Familienfesten, Partys, Geburtstagen und so weiter gehört. Und ich konnte mich deshalb auch schon ganz früh am Schlager ausprobieren und an ganz vielen Instrumenten. Und so bin ich irgendwann auch hauptberuflich in die Musik gerutscht. Und du machst alles selber, habe ich gehört. Du hast alle Titel getextet und produziert. Und komponiert. Ja, richtig. Also es ist mir auch ganz wichtig, dass das meine Geschichten sind. Also es sind auch alles überwiegend autobiografische Sachen. Natürlich gibt es dann hin und wieder auch Momente, Gefühle, die man einfach dann in Zeilen packt. Aber ich verarbeite sehr, sehr viel schon immer in Musik und ja, in meinem Wort. Sehr schön. Und du hast die Schlager-Challenge gewonnen im September. Und da war so viel los, da haben wir ein kleines Filmchen natürlich vorbereitet. Da schauen wir jetzt nochmal rein. Gänsehautmoment und Freudentränen. Erik Philippi hat die Schlager-Challenge im Ersten mit überwältigender Mehrheit für sich entschieden. Seitdem kennt ganz Deutschland den smarten James Dean des Schlagers. Der Shootingstar muss sich von nun an ans Autogramm geben gewöhnen. Vor 24 Jahren im schönen Saarland geboren, ist schon klein Erik ein wahrer Multiinstrumentalist. Klavier, Gitarre und Trompete. Musik ist sein Leben. Und so tauscht der gelernte Kfz-Mechaniker jetzt endgültig die Hebe gegen die Schlagerbühne. Eine neue Trompete. Aber vor allem ein neuer, talentierter Künstler in unserer Schlagerfamilie. Wir sind schockverliebt. Herzlich willkommen, Erik Philippi. Tja, wir haben es gerade gesehen, das war eine echte Achterbahn der Gefühle. Bist du eigentlich so emotional oder ist das, es kamen Dinge über dich in dem Moment, die du noch gar nicht kanntest von dir selber? Nee, absolut. Also schon seit ich denken kann, sehr, sehr emotional auf jeden Fall. Ich sage auch immer, wenn ich das nicht wäre, würde ich auch niemals die Musik machen, die ich mache oder die Texte schreiben, die ich mache. Mhm. In dem Moment, also das, was wir gerade gesehen haben, haben mich natürlich meine Gefühle übermannt sozusagen. Und ja, ich meine, da war meine Familie, meine Freunde, alle Wegbegleiter waren da und das war ein ganz, ganz großartiges Gefühl für mich, mit diesen Menschen da zu stehen. Wie hat sich dein Umfeld in Saarbrücken jetzt verändert oder im Saarland verändert, dass der beim Bäcker sagt, dann ist doch der Erik oder so? Wie läuft das jetzt ab? Naja, das kommt schon jetzt öfter vor als vorher auf jeden Fall. Ich bin immer noch genau der gleiche auf jeden Fall und es fühlt sich auch immer noch wahnsinnig unwirklich an. Ich sage immer, ich fühle mich wie in so einer umgekehrten Realität. Ich habe wirklich Angst einzuschlafen, dass dieser Traum plötzlich vorbei ist. Ja, weil es ganz besonders ist, wenn natürlich Menschen auf mich zukommen und mir plötzlich über die Songs, die ich aus meinen Worten geschrieben und geformt habe, erzählen, was sie damit verbinden. Und das ist was ganz Besonderes. Wie geht es denn bei dir weiter? Wie sieht die Planung aus in den nächsten Tagen, Wochen? Ja, erstmal wirklich sehr ungewohnt, weil ich war seit der Schlager-Challenge auch nicht mehr zu Hause. Also einen Tag nur schnell zum Umpacken und auch nur für den Dreh und nur Termine. Und die Autobahn ist mein Zuhause, das wirst du sicherlich kennen. Ja, gerade. Und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, das wird jetzt auch noch eine Zeit so weitergehen. Natürlich, deshalb an der Stelle nochmal danke, dass ich hier sein darf. Ganz, ganz viel TV. Ja, ich nehme alles mit, was jetzt kommt. Und was heißt die Show, glaube ich, steht an? Was die Show, genau, Riverboat. Und du bist beim Riverboat, genau, ganz aktuell, wunderbar. Und dann Herzlichen, das sehen wir hier gerade, das neue Album. Und das könntet ihr auch gewinnen bei meineschlagerwelt.de und so weiter und so weiter. Schön, dass du da warst, Erik. Wünsche dir alles, alles Gute und deine weiteren sozusagen Vorkommnisse, deine Pläne und so weiter. Und du bist bei uns direkt auf Platz 4 mit dem neuen Album eingestiegen. Also.